November, der Monat der Stille und des Übertritts in eine andere Welt. Auch Georg Wahl, die Trainerlegende, ging diesen Weg am 3. November im Kreise seiner Liebsten, seiner Lebensgefährtin Christine Stückelberger, seiner Pferde und Hunde. Vielen jungen Reitern wird Georg Wahl kein Begriff mehr sein, denn die heutigen Stars der Dressurszene sind Helen Lange-Hahnenberg, Totilas und Co. Manche werden nach den gleichen pferdefreundlichen Methoden trainiert, andere wiederum ganz in die entgegengesetzte Richtung, die Georg Wahl vertreten hat. Wir waren alle Reiter gleich viel wert, wenn ich gewusst habe und gemerkt und gesehen habe, dass sie mitmachen mit mir, was ich sage, auch versuchen umzusetzen, dann war mir das egal, ob er jetzt in der hohen Klasse oder in der niedrigen Klasse war. So habe ich einfach viele Reiter in der Schweiz zu Europa zur Meisterschaft gebracht, zum Schweizer Meisterschaft, zur Europameisterschaft. Aber die man muss auch sehen, oder ich musste sehen und fühlen, dass die Reiter sich ergeben, mitmachen und lernen wollen oder richtig reiten wollen. Nicht nur denken, ja, das kann ich schon oder das habe ich schon mal gehört. Georg Wahl, ein Pferdefreund mit Herzblut. Er setzte sich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und erfolgreichen Schülerin Christine Stückelberger für pferdegerechtes Dressurreiten ein. Geboren am 21.02.1920 im oberschlesischen Landesgestüt Kosel, wurde ihm der Pferdesens quasi in die Wiege gelegt. Als 19-Jähriger trat er in den Kavalleriedienst ein und wurde durch sein Talent von dem damaligen Vorgesetzten und Pferdemann Hans-Joachim Köhler entdeckt. Und auch Alois Potajski, der Leiter der spanischen Hofreitschule zu dieser Zeit, wurde auf ihn aufmerksam. Dadurch entstand eine Konstante, die sich wie ein roter Faden durch Wahls Leben zog: die spanische Hofreitschule. Dort machte er rasch Karriere, verließ aber 1951 die Hofreitschule, um bis 1956 mit Freddy Knie in dessen berühmtem Zirkus zusammenzuarbeiten. Ab 1956 arbeitete er als Reitlehrer in der städtischen Reitschule Bern, in der er dann auch seine spätere Lebensfrau Christine Stückelberger kennenlernte. Aber wie das Leben so spielt, trennte die beiden zu dieser Zeit nicht nur Lebensjahre, sondern auch das Schicksal. Wahl wurde von Oberst Handler wieder zurück an die spanische Hofreitschule nach Wien zurückgebeten. Nachdem ihm der damalige Direktor Oberst Hans Handler wieder zur Schule zurückgeholt hat, ich wusste natürlich, wer der Herr Wahl war und ist. Und mit großem Respekt einmal erwartet oder abgewartet, was wird er uns in der Schule bringen. Er blieb bis zum Tod Handlers 1971 als Oberbereiter in Wien. Eigentlich hat er die spanische Hofreitschule nie wirklich verlassen, denn er agierte bis zuletzt als Berater und reiterlicher Mentor der Institution. Ja, ich habe ihn kennengelernt, als er nach Österreich gekommen ist und bei uns Bundestrainer war. Und er war eigentlich derjenige, der hier begonnen hat, erst einmal eine Jugendmannschaft aufzubauen, die an der Jugend-Europameisterschaft teilgenommen hat und sogar erfolgreich war. Und er dann auch begonnen hat, hier eine österreichische Dressurmannschaft aufzubauen, weil früher war es ja so, dass österreichische Reiter bei internationalen Turnieren überhaupt nicht präsent waren, weil keine in Aachen nicht präsent waren. Und mit Georg Wahl ist es einfach plötzlich so gewesen, dass es eine österreichische Mannschaft gegeben hat. Ich halt selbst habe von ihm wahnsinnig viel gelernt. Er hat mir gezeigt, wie man auch aus einem Pferd, das nicht sehr viel Ausdruck hat, nicht sehr gut ist, durch, ja, würde ich mal sagen, er hat immer gesagt, quetschen und oben den Schwamm ausdrücken, wie man so ein Pferd zur Schönheit bringen kann und zum Ausdruck bringen kann. Und also ich habe von ihm gelernt, dass es nicht nur um die Ausführung von Übungen geht, sondern um viel, viel mehr.
Nach seiner Wiener Zeit ging er wieder zurück in die Schweiz und förderte von nun an seine Schülerin Christine Stückelberger und ihren Granat. Ein eigentlich unmögliches Pferd. Speziell war der Granat, der war 5 Jahre ungeschlagen. In der ganzen Welt, bis Amerika rüber, überall, wo wir waren. Alles gewonnen, 5 Jahre lang. Nach Mannschaftssilber bei der Dressur-WM in Kopenhagen 1974 folgte 1975 EM Gold in der Einzelwertung und 1976 schließlich Olympiagold im Einzelwettbewerb. 1977 abermals EM Gold und 1978 WM Gold in Goodwood. Eine grandiose Serie. Wir haben für unsere Dokumentation Georg Wahl noch im Frühjahr 2013 bei einer seiner letzten Schülerinnen, Evelyn Heim-Swarowski, treffen dürfen. Ich war schon als junges Mädchen eine große Verehrerin der Christine Stückelberger und von Georg Wahl. Und ich durfte immer wieder bei Lehrgängen und Kursen, die er in Österreich gehalten hat, mitreiten. Und eine Erinnerung habe ich auch, da hat die Christine in Bad Mondorf in Luxemburg natürlich wieder gewonnen mit Gauguin de Lully. Und unsere Firma Swarovski hat die Pokale gestiftet. Und ich durfte nach Luxemburg reisen, um diesen Pokal zu überreichen. Und ich habe beim Abreiten zugeschaut und ich habe gedacht, mal einmal in meinem Leben möchte ich beim Georg Wahl trainieren. Also das war eigentlich ein Lebenstraum, der sich dann verwirklicht hat. Bis ins hohe Alter waren Pferde und ihre Reiter sein Leben, sein Lebenselixier. Treffend und exakt seine Erklärungen für Lektionen und Hilfen. Modern und zeitlos zugleich, trotz seines hohen Alters. Zeit seines Lebens ein Mann, der das Leben, die Pferde, Hunde und Menschen, auch Frauen, liebte. Er hat ein erfülltes Leben gehabt und ist friedlich in eine neue Welt übergetreten. Wir wünschen Christine Stückelberger viel Kraft und hoffen, dass sie ihre Trauer bald überwinden kann, um weiterhin als Botschafterin für schönes Reiten in ihrer beiden Sinne agieren kann. Was mich dazu treibt, das ist eigentlich mein Leben. Und ich tue genauso gern und so leicht schön unterrichten wie vor 30, 40 Jahren. Mich engagiert das. Was interessiert Sie da jetzt? Wenn ich einmal in der Früh aufwache und denke, oh je, was habe ich heute? Keine Stunde. Denke ich, scheiße, keine Stunde. Muss ich wieder liegen bleiben.